Es ist eine sehr alte Kunst, das Weben, die über die Jahre leider verloren gegangen ist, weil die Webkunst und die ganze Textilindustrie aus unserer Region weitgehend verschwunden ist. In der Produktion fangen wir beim Garn an. Das kommt aus der Färberei normalerweise fertig gefärbt, es sei denn, es ist ein Rohgarn, was wir nicht weiter färben müssen. Dann muss eine Kette geschert werden. Wir haben ja anders als bei einer Strickware, haben wir bei Webwaren viele, viele Fäden, die ineinander verflochten oder verwebt werden. Beim Strick hat man immer nur einen Faden, ganz grob gesprochen. Diese Garne, die müssen auf die Schermaschine gebracht werden, um die Kette zu fertigen. Das ist mehr oder weniger aufwendig. Das hängt immer von der Farbigkeit, von der Vielfarbigkeit der Kette ab. Dann kommt der Kettbaum in die Weberei, wird in die Maschine eingezogen, was relativ aufwendig ist, weil, man muss sich das vorstellen, wir ziehen zwischen 3000 und manchmal 5000 Fäden in einen Webstuhl ein. Die werden angeknüpft an eine alte Kette, müssen dann vorsichtig eingezogen werden, damit sie durch alle Litzen und Ösen hindurchlaufen, und dann kann mit dem Weben erst begonnen werden. Und dann kommt jetzt das Verkreuzen der Fäden, damit das Gewebe entsteht. Sind wir dann auf der Webmaschine fertig, kommt die Ware raus aus der Weberei, wird nochmal kontrolliert auf Fehler, kommt dann in die Näherei, werden dort versäumt, die Tücher, und dann werden sie zugeschnitten auf die Längen, wie wir sie brauchen. Dadurch, dass wir diesen engen Produktionsprozess haben, haben wir auch immer die Möglichkeit, sehr schnell zu reagieren, kleine Größen zu nähen oder auch extra lange Größen, wenn das gewünscht wird, je nach Einsatz. Oder die Stoffe werden auch für andere Accessoires oder Tragen verwendet. Auch da können wir immer sehr schnell reagieren, weil wir die Stoffe bereits im Lager liegen haben.